Das Armin Wolf Laufteam bedankt sich bei seinen vielen Sponsoren für die tolle Unterstützung. Am Montagabend vor dem Landkreislauf der Mittelbayerischen Zeitung traf sich das Armin-Wolf-Laufteam zur letzten Mannschaftsbesprechung und zur Nummernvergabe in Bruckdorf. Servus. 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 Es riecht schon. Gerüchig. Sowohl die beiden Ultraläufer Holly Zimmermann, Vinod Kumar Srinivas als auch Mixed- und Herrenstaffel folgten nahezu komplett der Einladung. Darunter auch Gastläufer Karl und Birgit Hirl. Wir wurden gefragt und sagst halt spontan zu, weil gut, den Armin kennen wir schon länger. Und gut, mit der Alexandra arbeite ich und dann war das Ehrensache, dass man da mit tut. Das Buffet ist eröffnet. Jawohl, das Buffet ist eröffnet. Neben dem Laufteam ließ sich auch das Team drumherum von Sponsoren, Helfern und Unterstützern nicht zweimal bitten. Unter den Gästen auch Physiotherapeut und Unterstützer des Laufteams Sebastian Stäbler. Ich finde den Gedanken einfach, den der Armin Wolf da mitträgt, sehr gut. Einfach für karitative oder Charity-Zwecke zu laufen und eben Leuten, die es nicht so gut geht, dann zu unterstützen. Das war für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Ich kenne Armin schon sehr lange, er hat mich gefragt, ob ich dabei sein will. Ich habe gesagt, klar, machen wir. In unserem Bereich, in der Physiotherapie, unterstützen wir Leute gerne. Die können zu uns in Behandlung kommen, so wie wir es besprochen haben. Und jetzt gerade nach den großen Wettkämpfen oder auch bei größeren Wettkämpfen sind wir selber mit vor Ort. Also dem Armin Wolf, dem Sportmoderator, der uns zu Freunden macht, dem hilft man ja gerne. Ich finde die Idee vom Armin Wolf Laufteam einfach spitze. Durch den Sport, durch das Hobby von vielen, laufen und bei anderen Sportveranstaltungen zu helfen, Gutes zu tun, ist eine super Idee. Der Armin setzt es genial um, hat da ein super Netzwerk im Hintergrund, man lernt interessante Leute kennen und man ist da einfach auch gern dabei. Jetzt meine ich es ernst, wir wollen gewinnen. Ganz klar. Wir wollen gewinnen, wir werden alles geben, wir werden alles versuchen. Und ich hoffe, dass man wirklich am Ende bei der Siegerehrung ganz oben steht. Vor dem Wettkampf ist man natürlich nervös, ganz klar. Aber ich hoffe das Beste. Also ich schaue, dass ich alles raushole. Fühle mich eigentlich auch soweit ganz gut. Ich ja, und dann schauen wir einfach, wie es läuft. Man kann es nie vorhersagen, aber ich versuche alles zu geben. Aufgeregt, wahnsinnig. Also ich freue mich riesig, sehr nervös, aber ich weiß, wenn der Start losgeht, alles wird gut. Ja, ich finde es ganz, ganz toll, dass das Armin Wolf Laufteam jedes Jahr dabei ist. Das Ganze ist zwar Hobbylauf, aber natürlich macht so eine sportliche Veranstaltung natürlich auch noch einen besonderen Reiz aus, wenn wirklich richtig tolle Läufer mitlaufen. Und die sind im Armin-Wolf-Team. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ich drücke natürlich allen Mannschaften die Daumen. Und ich hoffe, dass alle vor allem gesund ins Ziel kommen. Um Punkt 9 Uhr ging es auf die Reise. 69 Kilometer von Hohenschambach bis nach Regenstauf. Kathleen Gruß begann die Unternehmung Staffelsieg für das Mixteam. Felix Potschatka startete für die Herrenstaffel. Ihm folgten Ingo Ulmer und Oliver Köhler, der am dritten Wechselpunkt den Start mit über 4 Minuten Vorsprung an Martin Veitel übergeben konnte. Ja, das Gefühl ist immer so eine Sache, die Nervosität steigt und das Gefühl muss kurz vorm Einsatz eigentlich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, nettes Topgefühl sein, sodass es wirklich an der Grenze ist zum Huhuhu, jetzt geht's los. Das ist meistens dann die ideale Ausgangssituation. Dann darf halt Power da sein, dann muss es abgehen. Auch in der Mixed-Wertung lag das Team hervorragend.
Birgit Hirdl übergab an ihren Mann Karl für die vierte Etappe bereits mit Aussicht auf einen Platz auf dem Treppchen. Ultraläufer Vinod Kumar Srinivas lag nach einem bärenstarken Beginn an der dritten Zeitnahme noch vor dem ersten Mixteam deutlich auf Platz 1 seiner Wertung. Jochen Stöberl konnte den Vorsprung für die Herren nicht verteidigen, aber schickte Christian Schild auf Platz 2 liegend ins Rennen. Ja, hat schon passt. Ich bin als Erster auf die Strecke gegangen, habe aber dann schon gesehen, dass die gleiche Etappe der Kölner Lukas läuft. Da war klar, dass er stärker ist, weil ich habe dann bis Kilometer 5 den Vorsprung gehalten, dann ist er vorbeigegangen und hat mir ungefähr noch 40, 45 Sekunden abgenommen. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, die war jetzt nach mir gekommen, da sind noch ein paar Gute dabei und ich denke vielleicht, nach vorne ist der Abstand jetzt nicht so groß, vielleicht geht noch was. Zwischenzeitlich übergab Bernd Stuber den Stab und damit die Führung für die Mixstaffel des Armin Wolf Laufteams an Christina Salanitri. Wie alle Läufer musste sie mit zum Teil schwierigen Bedingungen kämpfen. Für die Herren übergab Christian Schild an Sebastian Bauer für die siebte Etappe. Das Herrenteam hatte sich bis dahin die Führung wieder zurückerobert. Jessica Neiser übernahm für die Mixstaffel und der Sieg war dem Team nun kaum mehr zu nehmen. Matthias Baumgartner übergab dann an Sabine Dollinger für die vorletzte Etappe des Mixteams. Bei den Herren waren es Armin Peetz und Christian Paulus auf Etappe 8 und 9. Der Kampf um Platz 1 spitzte sich zu. Währenddessen lief Vinod Kumar Srinivas dem sicheren Sieg entgegen. Schließlich konnten die Herren Platz 1 nicht mehr zurückerobern. Mit 2 Minuten und 18 Sekunden Rückstand erreichte Sebastian Koschel das Ziel. Juliane Straub lief schließlich als Führende in der Mixed-Wertung in Regenstauf ein und sicherte den Sieg für ihre Mannschaft. Fast 10 Minuten lagen am Ende zwischen dem Armin Wolf Laufteam 2 und dem zweitplatzierten Runners Point Donau-Einkaufszentrum Team 1. Vinod Kumar Srinivas zollte seinem bärenstarken Lauf Tribut, doch sein Vorsprung war groß genug und im Ziel reichte die Kraft dann wieder für die Freude über den Sieg und sogar noch etwas mehr. Und nach sage und schreibe 69 Kilometern, 7 Stunden und 17 Minuten im Dauerlauf erreichte auch Holly Zimmermann das Ziel in Regenstauf, wo sie freudig empfangen wurde. Es gab also ausreichend Anlass für das Laufteam am Abend bei der Siegerehrung zu feiern. Sowohl die Herren als auch die Mixstaffel standen auf dem Treppchen. Dazu kam die Titelverteidigung von Vinod Kumar Srinivas als schnellsten Ultraläufer 2014. Überwältigenden Applaus gab es dann für alle Ultraläufer, als sie alle auf die Bühne kamen und geehrt wurden. Standing Ovations und La Ola inklusive. Und noch ein Highlight gab es für das Armin Wolf Laufteam. Die Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 1.000 Euro an das Thomas Wieser Haus in Regenstauf. Wenn man für den guten Zweck laufen darf und wieder mit dem super Team unterwegs sein darf, ist das eigentlich immer wie jedes Jahr wieder ja, super und schön. Danke an Armin Wolf, danke an das ganze Landkreislauf-Organisationsteam, war echt wieder genial. Und wir freuen uns jedes Mal und jedes Jahr, wenn wir wieder starten dürfen.
Das war er also, der mittelbayerische Landkreislauf 2014. Durch die Flusstäler von Schwarzer Laber, Naab und Regen führte die Strecke. Es war ein Ereignis für den ganzen Landkreis und für das Armin-Wolf-Laufteam ein überaus erfolgreicher Tag. Glücklich? Ja, auf jeden Fall. Jetzt langt es wieder, Kinder. So schön ist die Sonne. Das Armin-Wolf-Laufteam bedankt sich bei seinen vielen Sponsoren für die tolle Unterstützung.